Hallo ihr Lieben, zum Anfang des Videos ganz kurz off topic. Vielen Dank an meine Patreon-Unterstützer. Für euch gibt es diesen Monat das erste Dankeschön im Sinne eines Rezeptes, wie ich es euch angekündigt habe. Das wird es. Was genau, zeige ich euch bald noch in einem Video. In jedem Fall möchte ich Danke sagen und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über PayPal oder über Patreon tun. Die Links habe ich hier unten drunter. Und ja, es wird jeden Monat ein Rezept wie dieses hier geben. Das ist jetzt das allererste. Und jetzt viel Spaß bei dem Video, ihr Lieben. So, hallo ihr Lieben, das ist wahrscheinlich eine der letzten Sorten von Häagen-Dazs, die ich noch im alten Design probiere. Fruits, Mango und Raspberry. Und viele von euch haben mir gesagt, ich soll das doch endlich mal probieren. Gerade jetzt, wo es rausgeht, das sind noch die alten 500 ml Becher, die neuen haben ja alle weniger. Und deswegen habe ich es jetzt gemacht. Das ist, glaube ich, schon ganz schön krass angetaut, aber bei Fruchteis, finde ich, geht das immer ganz gut. Und ich bin jetzt ganz schön gespannt. Das ist aus der Fruits-Reihe. Und es wird auch rausgenommen, soweit ich weiß. Das hier und das Brownie Banana. Die beiden werden, soweit ich weiß, rausgenommen. Wenn ihr noch mehr wisst oder das nicht stimmt, kommentiert es gerne. Weil es kamen jetzt auch einige neue Sorten. Da schaut mal meine Videos an. Es ist ein relativ kalorienarmes Häagen-Dazs. Warum, schauen wir uns gleich an. Es ist eben fruchtig und hat keine Stückchen. 243 Kalorien auf 100 Gramm, 13,3 Gramm Fett, wovon 8 Gramm gesättigte Fettsäuren sind, 27,2 Gramm Kohlenhydrate, wovon eigentlich alles Zucker ist, 27,1 Gramm nämlich, und 3,3 Gramm Eiweiß. Und wir haben hier eine Mango-Eiscreme. Aha, okay. Mit einer Himbeersoße 12%. Okay. Und es sieht doch schon mal sehr gelblich, mangoig aus. Und ich sehe auch so einen leichten rosa Schimmer durchblitzen von der Himbeereisbasis. Eissoße. Himbeersoße, so. Ich rieche noch nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Nee, noch gar nicht viel. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, krass angetaut auf jeden Fall schon. Ups. Verdammt cremig und dicht, wie immer bei Häagen-Dazs. Und wir sehen jetzt schon, das wird wohl nichts mit einzeln schmecken, sondern das ist so verstrudelt, dass es einfach, oh ja, dass es einfach Himbeer und Mango in einem ist. Aber schön sieht es schon aus. Schaut mal. Oha, verdammt gut. Wenn ihr nicht so Sorbet-Typ seid, aber trotzdem Frucht mögt, holt euch dieses Eis. Es ist richtig sahnig. So ein bisschen wie das Kuramaya Split zum Beispiel, nur halt eben mit Mango hier. Aber trotzdem so sahnig. Die Basis ist auf jeden Fall viel besser. Es schmeckt auch nicht künstlich oder so. Versucht es nochmal von der Himbeersoße was rauszuschmecken, weil die doch auch so ein bisschen einzeln hier ist. Oh ja, schön säuerlich. Ich denke, da ist auch die Brombeere definitiv mit drin, die Brombeere. Die ist lustig, ich hätte es nie so zusammengepackt, aber die ist echt gut. Die ist nicht schlecht. Also, wenn ihr Fruchteis-Fans seid, holt euch das Eis. Und wenn ihr Sahne mögt, wenn ihr Fruchteis mit Sahne drauf mögt, kauft euch das hier, weil das ist quasi alles in einem vermixt. Für mich persönlich ein bisschen langweilig. Auch immer Mix-ins, das wisst ihr. Und Mango-Eis ist auch tatsächlich nicht so mein Liebstes, muss ich gestehen. Deswegen mal schauen, ob ich das selbst jetzt auch verputze oder vielleicht jemandem schenke, der es mehr schätzt. Also natürlich aus einem sehr engen Bekanntenkreis, weil es ja jetzt quasi schon probiert ist, aber es ist schon verdammt gut und cremig und schaut mal, wie schön das aussieht. Schreibt mal drunter, ob ihr die Sorte mögt und auch wie ihr das mit Blaubeeren findet. Ich glaube, das bleibt auch noch drin. Daumen nicht vergessen und ich freue mich wie immer über euer Abo. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.